Oh, das passt ja hervorragend. Da starte ich hier gerade eine Aufnahme und hier will jemand eine Daily Ops spielen. Na sofort, Mensch. Sind wir noch so halbwegs gebufft? Ich glaube, wir müssen nur was futtern, ne? Nicht, dass die Gruppe gleich voll ist. Zack, wir sind dabei. Alles einmal durchfuttern. Fantastisch, ne? Wenn's klappt, dann klappt's richtig. Ja, oh nein, der Rest ist verdorben. Wir müssen wieder Convenience machen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir probieren uns mal mit unserer nicht ganz beendeten Bruderschaftsaufklärungsrüstung. Vielleicht können wir auch hier diesmal, obwohl tödliche Rüstungsdurchdringung ist, hier bestehen. Das wäre doch schon mal ein cooler Anfang. Und diesmal vergesse ich nicht den Ballistikbock. Flop! Hallo, hallo, hallo. Oh, der Ballistikbock hat ja genauso wie das New Red River Ale, mein Lieblingsbier, einen eigenen Soundeffekt. Fantastisch. Alle sind hier. Aha. Wir sollten auch mal ins Kloppy Loadout. Zumindest hat man jetzt so ein Jetpack. Schande, Mensch. Unsere ganze Buff-Nahrung ist schon wieder vergammelt. Komm, noch eine Flaschenkürbissuppe. Hallo, hallo, hallo. Na, wollen wir? Wollen wir? Los, los, los. Go. It's party time. Wir müssen schneller schießen als die Gegner. Das sollte unser höchstes Anliegen sein. Ansonsten sterben wir. Wo sind sie denn? Da war doch irgendwer. Okay. Okay, cool. Ich wiederhole, okay. Sofort. Go, go, go. Hi. Oh, wir sind so tot. Wir sind so tot. Der Dicke. Ja, da sind sie schon. Unnötig. Gut. Geh zu einem Abfänger und deaktiviere ihn. Machen wir. Wie immer. Remi Demi im Tunnel. Gut gemacht, aber wir sind noch nicht fertig. Was? Du musst noch eine Gruppe erledigen. Ich dachte, das wär's. Come on. Nein, das war offensichtlich wirklich noch nicht alles. Ich lauf mal lieber hier mit der Gruppe. Weiter! Rechts lang! AP, jetzt regenerieren! Wir brauchen dich! Echt mal. Furchtbar, wa? Ich sag's dir. Ein weiterer Codeträger dürfte in deiner Nähe sein. Schalte den Träger aus, ohne dass die restliche Truppe das mitbekommt. Na gut. Wir sind auf dem Weg. Ja. Na gut. Aber nur weil du es bist. Macht schon, ne? Ja. Macht schon, macht schon, macht schon. Waffen in Sicherheit. Noch ein paar ausschalten. Ich suche derweil den letzten Code. Volle Kanne. Oh, die AP, Mensch. Ja, wir haben jetzt hier leider nicht den... Doch, eigentlich schon. Eigentlich müssten wir doch den AP-Buff kriegen von der Bruderschaftsrüstung, auch wenn wir nicht bloody sind. Na gut, dann ist das halt eben so. Hinter uns ist einer. Zieh es durch, Mensch. Das heißt, der Träger ist größer und fieser als gewöhnlich.
Wo ist er denn, der Dicke? Viel Glück, Team. Go, go, go. Gut gemacht. Das war's schon. Sperren wir das Arschloch endgültig aus. Los, zum letzten Abfänger. Schon fertig. Oh, wurde eingekesselt, ne? Oh nein, nicht unter 4 Minuten geschafft. Spritze, Spritze, Spritze. Schön. Ein schöner Einstieg in eine Folge. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen zurück zu Fallout 76. Und oh, ich habe gerade gesehen, das war eine Doppel-EP-Daily Operations. Sehr schön. Dann machen wir doch gleich noch eine Runde. Hi, hi, hi. Schicke Klamotten. Wollen wir loslegen? Ich bestehe nicht auf eine Lunchbox. Ist okay. Eine reicht, ne? Wir müssen auch immer... Hä? Wer geht zuerst? Du oder ich? Ich? Na los. Dann komm. Dann ziehen wir es jetzt durch. Anwärter Dodge hier. Ich hab Funkabfänger. Anwärter Dodge. Jemand hört uns ab. Keine Ahnung wer, aber das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwer hört immer zu. Muss man sich damit nicht mittlerweile abfinden? Oh. Unser guter Spion denkt wohl, das hält uns von den Abfängern fern. Hund! Hund! Hier lang, warum eigentlich nicht? Da kommt bestimmt irgendwas. Weiter runter. Zack. Da müssen noch mehr kommen. Da. Schafft er? Oh, danke schön, WhatsApp. Im Hintergrund. Nee. Hier lang sollen wir. Go, go, go. Die Köpfe, immer auf die Köpfe. Das mögen die gar nicht. Na, 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 na. Der muss auch noch weg. Na, wer sieht denn hier wichtig aus? 26 Meter hier um die Ecke. Oh, der macht das schon, ne? Saubere Arbeit. Cool. Oh, wir sind zu dritt. Schön. Ich glaube, das ist die letzte, die ich hier im Zuge der wöchentlichen Score-Punkte-Challenge absolvieren muss. Also noch mehr? Okay. Aber nur weil du es bist, Dodge. Weil du so ein netter Kerl bist. Go, go, go. Ja, die Karte ist halt bedingt geeignet für Daily Ops, finde ich. Muss ich sagen, ist viel rumgerenne. Da gibt's bessere Karten. Ich mag die Wall, die eingefrorene. Die ist cool. Die geht immer. Egal bei welcher Daily Operations Kategorie. Da hinten, da ist er, der Lump, der Elende. Er soll explodieren. Oh, 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 oh. Übler Konsorte. Oh, wir haben eine abgekriegt, aber der Schaden hat nicht gezählt. Das ist ja cool. Oh, aber jetzt, wir sind fast tot. Schieß, schieß, schieß. Es kommen noch mehr. Das war ein ganz besonderer. Der mit der Raute über dem Kopf. Ja, ich geh schon. Ich geh schon. Renne, 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 renne. Bitte keine Gegner hier. Oh Gott, wer ist da? Wer will mich töten? Der zählt schon wieder, ne? Für die nächsten. Ja, man darf wirklich nicht getroffen werden halt, ne? Dann kann man hier durch die Gegend flitzen. Munter und mobil ohne Powerrüstung.
Aber die Powerrüstung gibt mir so ein schönes Gefühl von Sicherheit, auch wenn man trotzdem nicht viele Schüsse aushalten kann. Aber es ist halt die T-65. Also von den Abwehrwerten die potenteste Powerrüstung, die wir nutzen. Und nun ja. Ist schon cool. Aber ich würde auch ganz gerne mal... Also, das ist vielleicht so ein Projekt für die Zukunft. Ich würde ganz gerne auch mal eine andere, etwas stärkere Rüstung komplett neu legendär ausrollen. Denn die haben wir ausgebaut gehabt, bevor es die legendären Effekte bei der Powerrüstung gab. Nämlich die T-51B, die ist eigentlich auch ziemlich potent. Und... Naja, wenn wir da noch die richtigen Effekte drauf wollen, kann das schon ganz nett werden. Was? Was hat er gesagt? Gegnerischer Anführer. Wow, Spritze. Hilfe. Ah, wir halten nichts aus. Obwohl unsere Rüstung fast komplett ist und naja, das Brustteil... ist derzeit ein Secret-Service-Brustteil. Es ist halt auch kein Wunderwerk, so eine Rüstung. Wäre ja auch schlimm, ne? Dafür haben wir einfach die falschen Perks, um hier wirklich standzuhalten. Wir müssen halt vor den Gegnern schießen. Wo laufe ich denn hier überhaupt lang? Konzentration, Leo. Konzentration. Höp! Wir überraschen sie von der Seite. Oh. Boom. Setzen wir der Sache das Sahnehäubchen auf und deaktivieren den letzten Abfänger. Hello. Ja, verflucht. Die Gaussflinte, die ist es einfach. Hätte ich schon viel früher rauspacken sollen, aber okay. Beim nächsten Mal. Ist sie früher mit am Start. Jetzt noch ein bisschen Muni mitnehmen und ich glaube, wir wären dann soweit fertig. Bezüglich der Daily Operations für diese Woche. Aber wie gesagt, wir brauchen noch Muni. Ein bisschen. Ja, hier. Geil. Wie viel haben wir? Bei über 800 Schuss gehe ich. Ui. Da müssen wir nochmal ran. Ein Stückchen. Oder im schlimmsten Fall stellen wir einfach selber Munition her. Das könnte man natürlich auch machen. Ja. 700. Und... Floppdiwopp. 800, raus hier! Oh, wir sind tatsächlich durch in Sachen Daily Operations für diese Woche, also bis Dienstag, quasi bis heute, wo die Folge kommt. Ab morgen geht's gleich wieder rund, aber trotzdem können wir jetzt erstmal das Team verlassen. Oh, oder? Ja, wir verlassen das Team. Viel Spaß! Ihr habt eure Gruppe verdient und wir wollen erstmal weiter Teil eines Zwanglos-Teams sein. Roboter killen, da kenne ich genau die richtige Stelle für. Nämlich hier, der Ort, wo alles begonnen hat. Für uns alle. Das Tor von Vault 76. Yay, miese Befreier. Wir schießen euch alle weg. Klickety-klick-klick. Einem nach den anderen. Na, schafft das Kloppy? Ja, natürlich schafft das Kloppy. Hoch. Ja. Noch mehr. Der ist schon hinüber. Wer hat den denn bitte gekillt? Wie verrückt. Einer im Bus heute. Ja. Und das wär's auch schon, ne? 7 von 15. Alle durch? Ja. Das ist ein Frosch. Der darf leben. Dann machen wir weiter und zwar eigentlich von mir zu Hause aus, ne? Rüber zum Bahnhof zu dem anderen.
Hier, Charles Betriebshof, genau, den meine ich. Genau, hierhin wollte ich. Klopilot dort. Ist aktiv, Lampe an. Hallo, meine Freunde. Sind noch mehr draußen oder soll ich gleich reingehen? Hei, hei, hei. Manchmal liegt hier auch ein Heftchen rum, das würde ich schon gern mitnehmen. Aber nicht immer. Wenn wir Glück haben. Oh, Drogen. Sehr schön, für den Verkauf. Für einen Freund. Nee, ist alles durch hier. Selfboy, ja. Da könnte man auch was mit anfangen. Hier war doch irgendwo noch so ein Couchtisch. Hey! Ich versuche hier gerade ein Heft zu finden. Mhm. Na gut, dann nehmen wir die letzten mit und dann sind wir hier auch schon wieder weg. Hallo? Oder müssen wir noch eine Location ansteuern? Das wäre ziemlich ungünstig. Ich sag doch, der lebt noch. Drei Stück noch. Kriegen wir die hier noch? Wo kam das her? Hier oben, ne? Also zwei weiß ich jetzt auf Anhieb noch. Yay! Ich hab alles. Ist der hinüber? Ja. Und hier hinter ist schon noch einer. Oft. Nicht immer. Verdammt. Sugarbombs. Niemals liegen lassen. Und hier, da ist er, der letzte. Last but not least. Cool. Wir können uns weiter unserer Rüstung widmen. Nein, falsches Lied. Das möchte ich nicht. Ja, das ist auch das falsche Lied. Das ist das richtige Lied. Genau. Wir wollen nur Fallout Ambience hören. Nein, wir können jetzt nicht. Und wo? Was? Hey! Wir hauen einfach ab. Oder nicht? So, wir brauchen ganz viel Plastik. Das können wir leider nur bedingt einkaufen bei den Roboterhändlern. Und deswegen besuchen wir jetzt die von euch schon oft bemerkte Location mit verdammt viel Plastik. Der Morgentown High School. Wow, hier ist ja alles voll mit Ghoulen, ne? Oder sind das verbrannt? Ich mach mal Licht aus, ne? Vielleicht können wir das ein bisschen sneakiger erledigen. Zack! Guten Morgen. Na, sind hier noch ein paar? Irgendwo bestimmt. Ja, auf dem Bus. Aber leise. Psch. Super sneaky. Kann man auch von oben rein und sich nach unten hinten durcharbeiten? Ah! Was? Sag ich doch, mein lieber Scholli. Wir haben den voll erwischt. Der Server hatte geleckt gehabt. Oh, da ist noch einer. Hey, wo kommst du denn auf einmal her, du Ratte, du? Gut, drauf aufs Dach. Und da ist tatsächlich eine Tür. Noch einer. Oh, der nette Sprintbug, auch wenn wir gerade stehen. Einmal third person und schon ist er wieder weg. Aber irgendwie trotzdem lustig. Wir gehen rein. Floppy Loadout mit Schalldämpfer. Operation Plastik hat begonnen. Von oben nach unten. Diesmal andersrum. Sauber. Tango down. Plastik, Plastik, Plastik. Ich glaube, das war in der Cafeteria, ne? So, Breach and Clear. Zugriff! Raum sauber. Schraube. Ist okay. Optionales Ziel Schrauben. Können wir auch immer gut gebrauchen. Oh, da sind die nächsten. Schraube. Schraube. Nein. Psch. Tango gesichtet. Tango down. Ah! Situation geklärt. Fast. Was klingelt denn hier die ganze Zeit? Ist das hier irgendwie so ein Durchlaufmechanismus? Was war denn das? Wir sind nicht allein. Bereitet euch auf das Schlimmste vor. Schraube. Schraube.
Wir brauchen aber Plastik. Das ist Stahl, das ist ein Dinnerteller. Das sind nicht die Teller aus der Watoga High School, die aussehen wie Metallteller, aber in Wirklichkeit Plastikteller sind. Plastik. Ich glaube, wir haben hier alles, ne? Wir können weiter.